Ja gut, da mir nichts einfällt, würde ich sagen, mache ich mir jetzt mal was ganz Einfaches. Ich brauche nämlich noch ein paar Türen von den Gattern, damit wir auch die Tiere mal umsetzen können. So. Mach mal 6 Stück. Mach mal 7, 8, 9. Ich weiß jetzt nicht, wie viel ich genau brauche. Darauf über hinaus brauche ich eine Tür. 1, 2 Türen oder so. Ich nehme hier das mit. Achso, genau. Hier, ne, da drüben habe ich ja Zäune. Ach, hier sind die Inverted Lamps. Die Inverted Lamps, die habe ich nämlich hier reingeschmissen. Die könnten zum Beispiel auch da hinten in eine Kiste rein. Wo sind sie denn? I. Inverted Lamps. Damit die halt nicht auch in diesem System rumlungern. Einfach hier rein und fertig. Da unten. Dafür haben wir den Platz ja. Jetzt bin ich nämlich gerade am Schauen. Schauen, 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 schauen. Weil ich nämlich dieses eine Glas brauche. Ich weiß jetzt nicht, wie hart ein Glas ist. Connecten tut's nicht. Kann ich denn. Geht's denn einfacher mit dem hier? Okay. Dann werde ich nämlich jetzt erst so voranschlagen hier. An der Stelle. Damit die Kühe nicht hier durchkommen. Hartes Glas hier reinsetzen. Sieht ein bisschen bescheiden aus, gebe ich zu. Aber es ist jetzt einfacher damit zu handeln. An der Stelle hier. Ne, hier wollte ich eine Tür reinziehen noch. Noch zusätzlich. Da eine Tür. Hier kommen jetzt Zauntüren rein. Da kommt nichts. Hier ist ein, ja, ein großer Eingang etc. Weiß ich noch nicht. Oder ob ich hier jetzt ein paar Türen reinziehen werde. Oder hier nur eine. An der Stelle. Ich glaube, so wäre dann mein Vorschlag dafür. Hier kommt auch dann dieses neue Glas rein. Hier oben werde ich versuchen, mit einer Silk-Touch-Spitzhacke alle Gläser rauszureißen und die umzuschmelzen, damit ich da halt mein Material wieder bekomme. Und hier wird jetzt einfach nur noch die Kuhanlage hingesetzt. Und die werde ich gleich bis zum bis zum Demo-Raum ziehen, weil ich das ja ziemlich groß haben möchte. Glock, 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 glock. Ja, da können wir ruhig hier sagen. Machen wir das doch ein bisschen größer hier. Dafür brauchen wir auch noch Schienen etc. wieder, damit das halt laufen kann. Ja, das reicht eigentlich von der Größe. Entweder mache ich jetzt noch eine zweite Reihe drauf. Aber das reicht auch nicht mehr mit den Dingern hier. Denn manchmal bangen sich die Kühe raus und das ist natürlich ein bisschen nervig von dem Aufbau her. Hier wird noch eine Holzreihe hingesetzt, das heißt, es sieht ein bisschen besser aus. Ja, und hier werden die dann immer durchfahren, die Kühe. Aber schon krass groß, wie die groß das wird auf einmal. Das ganze Komplex hier, das sitze ich ziemlich lange immer hinter. Und eigentlich will ich ja, dass ich mal an Haus, an Haus, an Haus bauen, sondern entweder kompaktes Haus oder alles in den Keller reinwerfen. Aber so ist es eigentlich ganz okay, wie das hier aufgebaut ist. Bis jetzt noch. Wir haben ja unser Schlafzimmer, wir haben ja unser Raum hier, wo wir craften können. Wir haben unser ME-Raum, wir haben ein bisschen Lagerraumzusatz. Wir haben hier, ja gut, hier haben wir ein paar Kisten stehen, die auch da hinten hin könnten. ME-Raum, hier so ein bisschen, wo alles rein kann, ein paar Maschinen, Schlachterei direkt im Anschluss, Computerraum. Also, das ist nicht so schlecht hier angeordnet, muss ich ja sagen. Um euch das jetzt mal eben zu zeigen, da ich sowieso nichts zu tun habe, machen wir mal rot, blau und grau an, beziehungsweise schwarz, und das sind in dem Fall rot, dit und dit. Und da seht ihr sofort Redstone-Signal. Das geht jetzt bei den anderen auch, natürlich, und wenn ich die jetzt hier einzeln abschalte, das heißt Glasbecken ist blau. Blau ist abgeschalten. Rot ist Lava. Sagen wir Lava aus. Lava ist aus. Jetzt ist nur noch das Abflussbecken da und dann sagen wir Abflussbecken auch aus.
Und das funktioniert natürlich bei den anderen auch. Hier seht ihr aus. Denn es ist ja wie gesagt alles computergesteuert und der weiß hin, wo ich das Redstone-Signal haben will. Und deswegen ist das ein geiler Aufbau. Wie man sieht, hier können wir direkt drauf gucken, oh, was ist an, was ist aus. Das gleiche gilt auch dafür. Und dann haben wir das natürlich so. Jetzt schauen wir mal wieder bei den Bienen vorbei. Die müssen ja auch irgendwann mal fertig werden. Bienen und Bäumen, da ist schon wieder was fertig. Jawohl, da ist was fertig. Da ist was fertig. Stopp. Halt, stopp, 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 stopp. Sind die rein? Dies. Und die ist. Warum? Frage ich nämlich, ist der ganz einfache Grund. Hier ist nämlich eine Kiste. Und da würde ich einfach so reinsetzen. Und da habe ich irgendwie schon ein paar Bienen drin, die unnötig hier rumfliegen einfach. Weil das muss ja auch alles fertig machen noch. Dip, dip, dip. Einfach hier reinschmeißen. Die kommen alle irgendwann in den Recycler rein. Und da ich ja gesehen habe, dass jetzt ein bisschen hier wieder gewachsen ist, versuche ich mal vielleicht ein paar Bäume noch rauszukriegen. Vielleicht noch ein Common Walnut wäre jetzt geil. Ne. Leider nicht. Ah, das braucht auch alles noch einen Moment. Die Schmetterlinge helfen noch ein bisschen nebenbei. Da ist auch was. Silverlime. Leer. Ah ne, Sugar Marble, genau. Brauche ich aber auch nicht. Mir geht es ja ums Kommen, also immer um die weiteren. Aber das scheint sich hier noch ein bisschen zu ziehen. Ne, hier ist nichts, da ist nichts. An der Lerche habe ich vorher, glaube ich, was gesehen. Die brauchen, wie gesagt, auch ein bisschen wieder. Das heißt, ich werde das wieder 4, 5, 6, 7 Stunden laufen lassen, damit das halt läuft hier alles. Hier hat sie anscheinend noch nichts getan. Noch nichts. Wie gesagt, das dauert alles einen Moment. Da, 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 da. Ah, Pullbein. Schade. Schade, schade, schade. Der macht aber viele Lilypads hier, ey. Unglaublich. Unglaublich mit dem. Da ist was drinne, da komme ich aber jetzt. Oh doch, da komme ich dran. Ja. Na ne, da müsste was. Mach mal so. Hat sich auch nicht gelohnt. Da. Dankeschön. Aber sonst ist, glaube ich, noch nichts passiert hier. Ne, hier noch nichts. Hatte der Pullbein nicht noch was, wo ich war gerade dran war? Ne, den habe ich schon abgeklopft, okay. Uah. Ja, hier ruckelt das extrem, weil hier ist einerseits das Höllenportal. Das tickert die ganze Zeit auf den Server. Dann ist es natürlich die ganzen Bienen und die ganzen Schmetterlinge, die rumgehen. Und dann triggern die Bäume immer wieder. Und dann schwankt auch meine FPS ziemlich von 20 auf 80 FPS. Das ist unglaublich manchmal. So läuft das ja reibungslos, aber wenn ich hier bin, ist das nur so ein Thermatik hier. Naja, wenn sich keine finden, ist das auch egal. Ach, das habe ich ganz vergessen, euch zu zeigen. Hier, den Weg hier. Der ist ja damals ja geradeaus durchgeführt worden. Und den habe ich jetzt so veranschlagt, der geht hier durch. Schön Inverted Lamps hier noch eingezimmert. Und der geht hier rein. Hier werden wir später alles auslagern. Hier vorne an der Station. Alles auslagern, dann fährt er wieder zurück. Und dann ist wieder gut. Und hier geht es noch wieder in den Raum hier rein. Wo hier oben noch ein Hohlraum ist für die ganze Verdrahtung wegen dem PC, der hier noch hinkommt. An welcher Stelle weiß ich noch ganz gar nicht. Das werde ich dann hoffentlich sehen, wo ich das alles hinpacken werde. Boah, Biomasse zieht aber durch. Ich hatte, glaube ich, irgendwas mit 700.000. Jetzt sind nur noch 600.000. Und da muss ich mittlerweile aufpassen, wie ich die Biomasse hier noch ein bisschen mehr hochtreiben kann. Ja, aber momentan die Setzlinge da hinten nicht anlaufen. Da habe ich auch gar nicht mehr so viele Eichensetzlinge. 277, ich glaube, es hackt. So. Den Rest schmeißen wir jetzt da rein. Und was jetzt davon übrig bleibt, kommt gleich direkt im Müll. Da eine Zweier-Zweier-Kombi. Den vielleicht, den vielleicht.
Und den vielleicht. So. Der Rest kommt jetzt erstmal in Müll hier rein. Bup, 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 bup. Bup, bup. Bup, 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 bup. Die Kühe können gleich umgelagert werden. Die Kirsche, das Zahnglas kommt hier rein. Aber das sind doch Eichensetzlinge, genau. Aber Apple Oak hat er ja nicht gemacht. Das heißt, er macht nur Eichensetzlinge. Ich bin gerade nämlich am Tüfteln. Beziehungsweise am Schauen, hatte ich nicht noch eine Redstone Cell irgendwo übrig? Oh, doch, 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 doch. Ich habe doch noch irgendwo eine übrig. Die kann nicht da hinten mal wieder geladen werden. Weil eine ist mir ja verschwunden gegangen, die ich immer zwischengelagert habe. Aber die ist jetzt weg. Die ist weg. Das heißt, dich will ich gerne haben und lade dich einmal eine Runde auf. Weil hier muss auch noch eine komplette Leitung gelegt werden, beziehungsweise mit Energy Tesseracts. Werde ich wohl die Leitung ziehen, damit das ein bisschen weiter weg. Oder halt, ich speise da hinten irgendwo ein System an, wo halt produziert wird. Strom für da. Damit es halt ein bisschen laufen kann. So, ich muss das irgendwo jetzt anschließen, wo ich eine Leitung habe da. Dankeschön. Rein mit dir. Dann lad mal auf. Gut, dann würde ich sagen, ich tüftel erst unten mit der Smeltery weiter. Ah ne. Da, wir haben ja noch was. Wir haben ja noch was. Wir haben ja noch was, bevor ich hier mich verabschiede. Okay, warum sagt mir das keiner von euch? Hier, die Kühe sollen auch noch weg. Und hier sollte mal vielleicht irgendwo Licht dran. So, und hier wird vielleicht noch eine... Ja, ein Glas, den können wir eigentlich auch noch hier reinziehen. So, ein bisschen Licht muss ja sein. Okay. Das hier dran, das Portal, und die ganzen Kühe jetzt alle darüber. Guten Tag. Und tschüss. Guten Tag. Und weg ist das Portal. So, jetzt könnt ihr euch hier ausbreiten. Beziehungsweise die hocken jetzt gleich sowieso überall in den Gittern dran. Das ist immer natürlich das Nervigste aller Zeiten. Glock, 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 glock. Weil die werden sowieso alle sterben. Das heißt, irgendwie brauche ich ja Nahrung immer. Leder für Bücher. Oder für irgendwas anderes, für Big Packs. Bags, hast du nicht gesehen, was ich noch so alles mitmachen kann. Denn, ja, obwohl ich brauche es ja eigentlich gar nichts mehr, die ganze Sache. Die schlummert dann eigentlich nur im System und kann recycelt werden. Das Fleisch vielleicht zum Essen, wenn ich mal wieder nicht genug habe. Oder mal, wie gesagt, auf Fleisch umsteige. Weil immer diese Beeren zu fressen, ist natürlich auch irgendwann langweilig. Das Männchen braucht Fleisch hier, der muss richtig arbeiten. Gut, irgendwann kann ich dann auf Honigschnitten umsteigen, denn die geben noch sozusagen einen kleinen Push. Und da produziere ich von massig, aber das dauert alles. So. Das kommt hier rein, hier. Ach ja, hier ist ja unten dieser Weg. Ach, hier schaffen es ernsthaft die Bienen auch noch rein, Blumen rein zu kacken oder was? Fliegen sehe ich hier gar keine, also dass sie hier durchfliegen. Aber die scheißen auf jeden Fall Blumen auch da unten irgendwo hin. Oh, seid ihr nervig. Gut, die hat noch keine Biene geschafft. Und ich muss noch eine Kreuzung aus Majestätischer und Noble ziehen. Die könnten wir eigentlich auch sagen. Hier haben wir 9 Stück von. Ah, lassen wir mal eben. Das mache ich halt nebenbei, wenn ich jetzt Zeit habe. Ich muss ja das eine mit der Smeltery tüfteln. Lass die Bäume ein bisschen arbeiten. Und dann werde ich die Bienen auch nebenbei noch tuckern lassen. Und dann soll es eigentlich auch gut sein erstmal. Denn wenn ich jetzt gerade mal hinschaue, ja, das wird sich auf jeden Fall lohnen. Hier kommt noch eine Baumfarm hin. An der Stelle oder an diesen Stellen. Und dann soll es auf jeden Fall besser werden. Hier wird, ja, hier mache ich keinen Weg drüber. Hier wird alles noch mit Gras ausgelegt auf diesen ganzen Ebenen, damit ich halt ein flaches Land habe. Hinten komplett alles abflachen, da noch alles abflachen und den See hier sozusagen oder den Fluss hier alles wegmachen. Ja, das ist auf jeden Fall eine bessere Idee, damit ich halt groß, rigoros Platz habe. Gut, da würde ich sagen, ich werde mich eine Smeltery machen, es verdrahten, beziehungsweise es schauen, wie es verdrahtet werde.
Und dann sehen wir uns, wenn es fast fertig ist, denn. Tschüssen!